Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Heute geht es um Pflanzenanzucht, also wie ich an diese Pflanzen hier rankommen will, die ich da hinten in den Garten irgendwann pflanzen will. Und das ist gar nicht so einfach. In den ersten Jahren habe ich die meisten gekauft, dann habe ich irgendwann angefangen, mich damit zu befassen und habe angefangen, selbst heranzuziehen. Das klappt auch bei einigen Sachen ganz gut, bei anderen weniger, bei anderen gar nicht, schon seit Jahren nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es, wie gesagt, auch nie gelernt. Normalerweise stopfe ich die Samen einfach in die Erde. Aber das zeige ich gleich noch kurz. Und hoffe, dass da irgendwann was kommt. Und was nicht kommt, das wird entweder weggelassen oder zugekauft. Also meine Zeit ist auch begrenzt, um mich mit allem zu befassen. Und was noch dazu kommt, der Platz ist begrenzt. Wir haben nur einen einzigen Raum, der beheizt ist, eine Fensterbank nach Süden. Alles andere ist entweder nicht beheizt oder die falsche Richtung. Also da wird nichts wachsen. Das funktioniert nicht. So passiert dann meistens so, dass ich die, wie gesagt, in die Erde stecke. Was eine Fensterbank geht, ist gut. Was nicht ist, kommt woanders hin. Das zeige ich auch gleich noch. Und hoffe, dass da möglichst viel bei rumkommt. Manchmal, wie gesagt, mit Glück, manchmal nicht. So einen kleinen Überblick kann man geben. Die erste dort hinten, Ringelblumen, das sind Futterrüben, und hier vorne bin ich ganz besonders stolz drauf, weil ich habe es noch nicht geschafft, eine einzige Petersilienpflanze zu ziehen. Der Nachbar, der streut die einfach in den Garten. Ich schaffe das nicht, bei dem wächst das wie wild, bei mir schon seit Jahren nicht, aber dieses Jahr wachsen tatsächlich Petersilienpflanzen. Eine Platte mit Dill für Mischkultur, einfach irgendwo zwischen zu pflanzen. Paprika und Auberginen, da hat es wieder einen Tag, da standen die draußen, da hat es geregnet. Und danach kam direkt die Sonne wieder raus. Die haben also einen leichten Schaden. Ich hoffe, die erholen sich. Da hinten nochmal eine mit Paprika und Chilis. Aber auch die haben einen Schaden abbekommen. Aber das wird sich regeln. So, hier vorne Tomaten. Die sind auch noch sehr, sehr mickrig. Aber die haben die meiste Zeit draußen gestanden. Daneben, also erstaunlich, es wachsen zumindest welche, Neuseeländer Spinat, eine Platte mit Kapuzinerkresse, die sollen unter die Bäume, auf die Baumscheiben drauf, und hier haben wir diverse Kohle, Blumenkohl, Wirsing, Brokkoli und Rotkohl. Ich mache eigentlich immer viel zu viel, weil ich sowieso weiß, die Hälfte davon, ja, bei manchen 90% funktioniert sowieso nicht, aber dieses Jahr habe ich mit manchen Sachen ein bisschen Glück. Ein weiterer Haufen mit Paprika, wobei manche enorm zurückgeblieben sind, manche wachsen gut. Daneben haben wir Blumenkohl, und zwar eine besondere Sorte, Erfurter Zwerg. Das müssen Blumenkohle sein, die nur so faustgroß werden, nicht viel größer. Kleine Tagetes, die pflanze ich immer irgendwo dazwischen, einfach weil sie bunt aussehen. Aber auch damit habe ich nicht das wahre Glück dieses Jahr. Da sind auch noch haufenweise, die leer sind. Und hier noch eine Platte mit chinesischer Keule. Und in der Mitte was ganz Neues, habe ich noch nie probiert, Knospenkohl. Wer weiß. Mal gucken, was das ist. Was immer sehr gut funktioniert hat, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, die klappen wirklich gut. Das sind diese großen Speisezwiebeln, also diese großen Gemüsezwiebeln. Ganz einfach. Man fängt früh an, aber die werden dann nachher richtig groß. Da bin ich immer wieder begeistert von. Hier, eine ganze schöne Platte Gemüsezwiebeln. Daneben Salate, roter Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi. Ich kann sie ja nicht wegschmeißen, Gemüsezwiebeln. Ich weiß nicht, wo ich die alle nachher hintun soll, aber nur gut. Dann haben wir Mangold, und das sind Tomaten, die haben auf der Fensterbank gestanden. Also man sieht, die sind ein ganzes Stückchen besser. Was haben wir noch? Da haben wir nochmal verschiedene Tomatensorten, und hier vorne Kresse, also diese Kresse, die man so als Kräuter so nimmt, die will ich mal aussamen lassen und mal gucken, ob ich damit meinen eigenen Kressesamen kriegen kann. Und hier vorne noch, bräuchte ich eigentlich nicht selber zu machen, wächst auch immer wild im Garten, Borage. Habe ich letztens noch in einem Film gesehen, Basilikum Lichtkeimer. Ich mache mir gar keine Mühe damit, ich stopfe die einfach in die Erde, die waren guten Zentimeter tief drin, sind trotzdem gekeimt. Also, mal sehen, was draus wird. Ich mache da auch kein großes Spiel drum,
Ob das Anzuchterde oder Blumenerde ist oder was auch immer, was ich gerade hier habe, wird benutzt. Ich habe da irgendwie noch nie einen großen Unterschied feststellen können. Was ich feststellen habe können, diese Bio-Blumenerde, die hat nie so funktioniert. Die war zu grob, das hat nie so ganz hingehauen. Mag aber auch an meiner Unfähigkeit liegen. Eine Platte mit Blumenerde, ein Haufen Samen, rein damit, wässern und wegstellen. Entweder klappt oder klappt nicht. Die Pflanzen, für die auf der Fensterbank kein nicht genügend Platz ist, die kommen hier unten in so eine Kiste rein, die ich mir mal vor Jahren selber gebaut habe. Das sind zwei Röhren mit Pflanzenlicht, einfach nur ein Verschlag aus Brettern und da stecken die drunter. Sind jetzt keine mehr drin, jetzt ist warm genug. Aber das sieht zwar so hell aus, aber so wirklich Licht gibt das nicht ab. Die kümmern immer hinterher. Ich freue mich jedes Mal, wenn draußen warm genug wird, dass ich die in Gewächshaus stellen kann. Und ein Blick auf die Fensterbank. Die einzige, die wir haben. Also das ist wirklich nicht viel, wo ich hier versuche, was dran zu ziehen. Chinesische Keule. Das war nicht besonders positiv in diesem Jahr. Ich habe hier weiß ich wie viel Samen drin versenkt. Nix. Zwei Wildtomaten. Versuche ich zum ersten Mal. Sellerie, Stangensellerie. Hat ewig gedauert, bis er dabei rauskam. Ein paar Blümchen, Astern. Eine Chili aus Costa Rica, die ich von einem Leser geschenkt bekommen habe. Und hier ein Ding, das ist mir wirklich unklar. Das ist Bohnenkraut. Bohnenkraut soll ja die Läuse von dem Bohnen weghalten. So, die dicken Bohnen sind so groß, habe ich jedes Jahr Probleme mit. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, da musst du ja sehen, dass du rechtzeitig auch das Bohnenkraut fertig kriegst. Ich wüsste nicht, wie das funktioniert, wie die Profis das machen. Gut, soweit, was so wächst, was herankommt. Freiland mache ich andermal, weil da tut sich auch schon was, aber für den Anfang, wie das so zustande kommt. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal RR Hase, da gibt es jede Menge mehr über Selbstversorgung, großen Garten, Tiere, Bienen, Enten, Hühner, alles was damit zusammenhängt. Einfach mal reinschauen, abonnieren nicht vergessen. So, bis dann, tschüss.